Moin ihr Lieben, ohne lang zu schnacken, heute habe ich euch diesen Kollegen mitgebracht. Erstmal, bevor ich euch die technischen Details zu dieser Möhre sage, nehmt mal euren schönen zarten Zeigefinger, nehmt euer Handy in die Hand, drückt bei meinem Kanal auf Abonnieren, ist kostenlos, sollte meines Erachtens nach merken und nicht abonnieren heißen, weil abonnieren klingt immer so nach rumänischer Drückerbande. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen kleinen, schnuckligen Bluetti EB3A Solargenerator. Warum heißt das Ding Solargenerator? Ja, weil man hier ein Solarpanel anklemmen kann, um das Ding zu laden. Da ist eine Batterie drin, ein Wechselrichter für einen 230 Volt Anschluss und auch noch ein, Spannungswandler, so, für USB oder für 12 Volt Ausgang, normal mit Rokastecker oder eben hier ein ganz normaler Zigarettenanzünder. Hier oben haben wir noch eine fancy Lampe drin und das Gerät hat auch noch ein schniekes Display, wo wir die Eingangs- und die Ausgangsleistung sehen können. Was mir eigentlich am allerbesten gefällt, so ein kleines Gimmick. Oben ist ein Wireless Charger drauf. Könnt ihr einfach euer Handy drauflegen und laden. Funktioniert tippitoppi. Warum habe ich sowas dabei? Ich habe die Kollegen von Bluetti angeschrieben und gesagt, hör mal zu Jungs. Mein lieber Kumpel, der Matthias, den ich unten übrigens auch verlinken tue, seinen YouTube-Kanal, da dürft ihr auch gerne auf Abonnieren drücken, weil das ist nämlich ein guter. Wir waren auf der Maker Faire in Hannover. Und unser Projekt dort war, und wir waren nicht als Zuschauer dort, sondern als Aussteller, unser Projekt dort war der Recycling Camper. Was bedeutet das? Ich habe so einen Kofferanhänger und wir haben da aus allem möglichen Zeug, was wir angeschleppt haben, alte Paletten, alte IBC-Tanks etc. etc., einen provisorischen Camper gebaut, in dem man schlafen, essen, liegen, sitzen, duschen und Kaki machen kann. So, Kaki ist ein nettes Wort, ne? Hört sich gleich so schön kindlich an. Und da habe ich gedacht, hey, Strom und so wäre doch da drin auch geil. Wenn wir so ein Ding von Bluetti mal kriegen würden, einfach nur, weil es zum Thema Camper passt, habe ich gesagt, hey Kollegen, schickt doch bitte mal so ein Ding. Wir möchten gerne mit dem Teil auf die Maker Faire, dann habt ihr auch noch eine Runde Schleichwerbung. Weil, was soll ich euch erzählen? Ich habe das Ding gekauft, weil ich so geil finde. Nein, ich habe ja Gott sei Dank jetzt so 3, 4, 5 Abonnenten und vermutlich lohnt es sich für die Leute von Bluetti, dass ich jetzt mal so ein Ding anfrage. Haben die mir freundlicherweise zur Verfügung geschickt. Zur Verfügung gestellt und nicht geschickt natürlich, ist ja klar. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass das direkt gleich so ein kleiner Hardcore-Test für das Teil wird, weil A, haben wir das Ding auf der Messe stehen gehabt und jeder Dritte hat gesagt, ey Alter, du hast ja Strom, dann lass mal mein Handy laden. Dann konnte ich sagen, Keule, schmeiß dein Handy drauf. So wie jetzt. Zack. Jetzt passiert natürlich im Display nichts, weil man muss es auch einschalten. Ich habe es jetzt ausgeschaltet. Aber ihr könnt das Handy oben einfach drauflegen, wird schön geladen. Für was ist so ein kleiner Solargenerator gut? Oder für wen vielmehr? Meines Erachtens. Ne? Man kann jetzt natürlich auch was aus der Bedienungsanleitung vorlesen, aber meines Erachtens, so wie ich den jetzt getestet habe, geht ihr auf einen Kurztrip mit dem Auto und pennt vielleicht sogar auch im Auto oder in eurem kleinen Wohnwagen oder ihr zeltet einfach bloß. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Ding von der Größe her super ultra kompakt. Ihr könnt euer Handy, Tablet, Laptop etc. mit dem Ding laden, könnt dann noch, wenn ihr eine andere Funzel habt, die dann auch noch anstecken, außer hier ist nochmal eine drin, die wirklich richtig hell ist und richtig gut funktioniert, und euch noch ein Solarpanel anstecken, um das Ding einfach zu... Entschuldigung. Um es zu laden. Um da über die Runden zu kommen. Wenn ihr jetzt natürlich einen 7 Meter Wohnwagen habt, mit einer Waschmaschine, einem Fernseher, und einem Hähnchengrill ist das Ding definitiv zu klein. Lustige Geschichte hier, was passiert ist. Ich bin von Hannover heimgefahren, von der Maker Faire und mir verreckt die Karre. 350 Kilometer von zu Hause. Da kam der Kollege hier zum Einsatz. Das war so ein ungewollter Hardcore-Test. Ich habe von VW einen VW T-Roc bekommen. Nee, nicht T-Roc, T-Cross als Leihwagen, um nach Hause zu fahren. Bin dann montags morgens um 3 Uhr morgens zu Hause angekommen, um 6 Uhr aufgestanden zur Arbeit. Ja, danke. Karma ist eine Bitch. Setz mich in das Auto und da gibt es nur USB-C-Anschlüsse. Warum zum Teufel gibt es in so einer Mühle nur USB-C-Anschlüsse? Dachte ich mir, shit. Handy natürlich auch am abkacken gewesen. Da ist mein Navi drin, weil der T-Cross hatte kein Navi. Da ist mir einfach, hey, doch hier den Superwürfel dabei. Handy angesteckt, schön navigieren können, schön laden können. Auch als ich draußen an meinem Caddy war, der verreckt war, hatte ich hier eine schöne Funzel, die konnte ich dann anmachen und einfach mal ums Auto rumlaufen, bevor ich von irgendwelchen polnischen LKW-Fahrern verschleppt werde.
Also, das macht schon Sinn. Ich sehe so ein Teil bei jemandem, der einen Kurztrip macht am Wochenende, der jemanden, der vielleicht auch auf den Campingplatz geht, jemanden, der auch auf den Zeltplatz geht. Meines Erachtens nach ist das Ding sogar was für so Vögel wie mich, die YouTube machen, weil das ist meines Erachtens der perfekte Powerblock. Das Ding stellst du unter deine Kamera ans Stativ, steckst deine Videoleuchte ein, steckst die Kamera ein, steckst meinetwegen noch das Funkmikro ein, was auch einen Sinn macht. Die Geräte haben ja auch alle ein Netzteil, das man damit betreiben kann. Problem ist nur, steckt man das Ding, das Netzteil, an den Stromanschluss, hast du nachher im Ton ein Netzbrummen drin. Mit so einem Gerät nicht, weil es im Prinzip einfach nur ein frisierter Akku ist mit Elektronik und Display. So, man kann natürlich auch die ganzen Sachen, die man so über 12 Volt Stecker im Auto betreibt, da dran machen. Was habe ich noch probiert? Ich habe das Ding auch auf Arbeit dabei gehabt und habe da meinen Laptop dran gesteckt, um irgendwelche großen Kompressorenmaschinen zu programmieren, wo ich normalerweise immer eine ewig lange Kabeltrommel legen müsste, weil meistens habe ich in so Maschinenräumen keinen richtigen Strom, weil die zum Teil auch ex-geschützt sind. Schleppst du so einen Würfel mit dir mit, ist eigentlich wirklich eine coole Sache. Wenn man es denn braucht. Ich versuche euch jetzt nichts zu verkaufen, was ihr nicht braucht, weil ihr denkt, dass es geil ist. Ich habe das jetzt wirklich ausprobiert. Wie gesagt, durch Zufall ein bisschen mehr, als ich wollte. Aber das macht schon Sinn, so ein Teil. Jetzt könnte man sogar noch hergehen und sagen, man ist der Mega-Sparfuchs, man besorgt sich noch ein Solarpanel. Es gibt entweder die normalen fixen Solarpaneele oder Bluetti stellt auch solche faltbaren Solarpaneele her, die man mitnehmen kann. Macht meines Erachtens nach Sinn, wenn man zum Campen geht. Dann kannst du das Ding aufs Dach schmeißen, wenn du jetzt zum Beispiel ein normales kleines Auto hast, ein Kombi, du schläfst, was weiß ich, legst dir eine Matratze rein auf den umgeklappten Rücksitz, schmeißt dir das Solarpanel vors Auto und dann wird das Teil tagsüber geladen. Wenn du natürlich jetzt nur einen Tag unterwegs bist und eine Nacht irgendwo schläfst, dann brauchst du kein Solarpanel mitnehmen, weil das Ding lädt dir alle Geräte problemlos auf. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man das in einem Tag leer kriegt, außer man hängt da jetzt eine Kaffeemaschine dran, die es vermutlich nicht betreiben könnte, weil wir haben eine Ausgangsleistung von 600 Watt. Ja, was sage ich zu dem kleinen Kollegen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ganz cool. Und was ich machen werde, ist, ich baue dem eine Halterung und packe den bei mir ins Geschäftsauto. Weil dann kann ich auch mal unabhängig beim Kunden meine Akkus laden von meinen Akkuschraubern und. Natürlich könnte ich mir auch einen Wechselrichter ins Auto bauen. Habe ich aber keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Leasingwagen, ich will da nicht an der Verkabelung rumfummeln. Brauche ich nicht. Ganz böse Zungen behaupten, ich könnte das Ding dann auch rausnehmen und beim Kunden vollladen. Habe ich nie laut gesagt. Ne? Ja, wenn ihr aber dann unterwegs seid, Freibad, Strand, Zelten, Fahrradtour, Vatertagswagen. Hey, da ist immer eine riesen Anlage drauf. Kann man mit dem Teil versorgen. Also die Möglichkeiten für so einen kleinen Solargenerator sind unerschöpflich. Die technischen Daten, die Preise, die Website von Bluetti, bla bla blub, den ganzen Klimbim, verlinke ich euch natürlich unten, weil ich möchte euch nicht schnöde die Leistungsdaten von dem Ding hier runter erzählen. Ich erzähle euch einfach mal, wie es dazu gekommen ist, dass ich so ein Teil habe und was ich jetzt damit aktiv gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal weiß man nicht, was man braucht, bevor man es nicht gehabt hat. Und der Mensch ist natürlich ein Tier, das gradet sehr schnell ab und sehr langsam down. Also, wenn ihr euch mal über so ein Teil informieren wollt, guckt mal bei Bluetti auf die Seite. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Das werde ich euch gerne beantworten, weil ich werde mir noch ein paar Sachen einfallen lassen. Mir gefällt einfach, dass das Ding universell einsetzbar ist. Ich kann es ins Auto mitnehmen für die Arbeit. Ich kann es hier benutzen für meine Kamera und mein Video-Equipment. Geht alles Mögliche. Oder du setzt dich irgendwo in Straßencafé, wenn du irgendein Hipster bist mit einem Männerdude und du programmierst gerade die 37. App fürs Handy. Tinder Modell 17 oder weiß der Teufel, dann sitzen die natürlich den ganzen Tag im Café, die wollen dich als Hipster loswerden und stellen dir den Strom ab und sagst, ha, ich habe den Akku dabei, könnt mich mal. Nochmal 3 Latte Macchiato mit Hafermilch. Gott, war der schlecht. Nein, also, checkt's aus. Ich denke, das Ding kann was und man sollte sich nur an die Möglichkeiten rantasten, was man mit dem Ding hat. Das glaube ich ganz ehrlich. Also, mittlerweile ist die Technik soweit. Ich glaube, der kostet gerade momentan irgendwas um die 300 Tacken, also wird man auch nicht wirklich arm momentan, wenn man sich sowas kauft. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch so ein Ding ein bisschen schmackhaft machen. Ich verlinke euch unten alles wie immer und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.